Glück und viel Segen auf all deinen Der Möbelmacherchor aus Untergrumbach wünscht Ihnen im Newsletter 182 viel Glück und viel Segen für das neue Jahr 2022. Wir sind alle geimpft und freuen uns auf Ihren Besuch, bitten aber unbedingt um telefonische Anmeldung, auf das wir auch genügend Zeit haben. Wir stellen Ihnen die tragbaren Löcher, sogenannte Variable Holes, vor, mit denen wir Mauerdurchbrüche für Dunstabzüge herstellen. Wer den Titel des Films schickt, der übrigens genauso jung ist wie die Möbelmacher, gewinnt wieder ein Brotzeitbrettchen, solange der vom Fuchsau rundweg aufgezehrte Vorrat noch reicht. Mit 25 Nachhaltigkeitsstudentinnen und Studenten diskutierten wir nach der Führung und nach dem gemeinsamen Kochen über regionale Wirtschaftskreisläufe, Geschäftsstrategien und Sexismus. Darüber hat die Habsburger Zeitung berichtet und wir haben den Besuch im Nachhaltigkeitsblog ausführlich besprochen. Die Küche, in der unsere Kundin Maske trägt, hat einige Kunden verwirrt. Was es mit den Masken und den Rechenschiebern in der Buchenküche auf sich hat, erklären wir auf der Homepage und im neuen Video. Unsere Nachbarin Emma Heberlein stellt den schwarzen Relax-Sessel von Jori im Schnellieferprogramm vor und zeigt zusätzlich die grandiose Leseleuchte mit Deckenfluter von Holzkötter. Beim gleichen Fototermin präsentierte sie mit unserem Schreiner Peter Schmidt das rollbare Bett und den stummen Diener Giovanni im Video. Die tieferen Hintergründe dazu kann man auf den verlinkten Sonderseiten zu Giovanni und zum Rollbett nachlesen. Ein wunderbares Loblied auf die Badewanne in der Süddeutschen Zeitung inspirierte uns zur Zusammenfassung der Holzbadewannenfotos, die wir für Sie gesammelt haben. Denn unsere Holzbadewanne ist seit 30 Jahren nicht nur originell, sondern vor allem auch funktional. Das Wasser bleibt super lange warm und sie fühlt sich auch dort angenehm an, wo kein Wasser sie vorgewärmt hat. Die im Jahrbuch angekündigte goldene Umweltpakturkunde wurde dann doch nicht von Umweltminister Glauber höchstpersönlich übergeben, sondern, kein bisschen gülden, per Post geschickt. An was soll man noch glauben? Für unsere neue höhenverstellbare Showküche haben wir unsere verstellbaren Säulen in der Werkstatt mit dem Gewicht des gesamten anwesenden Möbelmacherteams getestet und für locker ausreichend empfunden. Wenn Sie in 2 Jahren eine große verstellbare Küche mit freistehender Insel brauchen können, könnten wir uns noch nach Ihren Wünschen richten. Gerne verleihen wir unsere mobilen Teppanyakis auch zur Vorfreude auf die neue Küche oder zum Testen, wofür sich unsere Nachbarn in Aspertshofen mit einer wunderbaren Fotoserie des Weihnachtsmenüs bedankten. Victoria ist die Queen of Crepe, denn sie zeigt den Umgang mit dem Holzstab, von dem ich immer behauptet habe, dass er am Teppan nicht funktionieren würde. Nur weil ich es nicht konnte. Zur Ankersrum Küchenmaschine gibt es seit wenigen Wochen auch eine Eismaschine, die wir für Sie getestet haben und die wir Ihnen auch gerne vorführen. Wir sind total begeistert. Übrigens kann man auch bei uns den Heimat- und den Kulturgutschein nicht nur einlösen, sondern auch kaufen. Wir halten das für eine ausgezeichnete Idee, die auch bei Geldgeschenken die Wertschöpfung in der Region hält. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein glückliches neues Jahr und bis bald!